wunderschönen guten Morgen erstmal. Es ist ein neuer Tag. Wir sind gestern hier in Emmerdorp angekommen. Hier ist auch ein offizieller Stellplatz. Ohne Toilette, ohne Dusche, ohne alles. Nur ein Stellplatz, aber mit Müllentsorgung. Das ist schon mal sehr gut. Und dann ist direkt gegenüber dieses Naturschutzgebiet. Und da will ich jetzt heute mal ein bisschen wandern gehen. Da gibt es so einen kleinen Rundweg auf Stegen. Es gibt auch noch einen zweiten Weg. Das zeige ich nachher noch. Da braucht man aber Gummistiefel dafür. Ist die Frage, ob das jetzt notwendig ist, die Gummistiefel. Aber ich gehe dann lieber auf dem Weg mit den Stegen. Und dann zeige ich jetzt mal noch die Karte. Also, hier ist jetzt auch eine Karte von dem Naturschutzgebiet. Und zwar, wir sind hier unten. Und das hier komplett ist das Naturschutzgebiet. So, und zwar direkt hier ist der Stellplatz. Da sieht man auch schon die Mülleimer. Hier links ist ein Café. Und ja, da ist so Platz für 3 bis 4 Wohnmobile. Und dann hier direkt gegenüber ist dann der Weg für nach oben. Also wenn man jetzt direkt runterkommt bei dem Naturschutzgebiet, ist jetzt hier auch direkt schon der Wegweiser. Einmal links rum mit Gummistiefel und einmal rechts rum für auf den Stegen. Ich habe mich jetzt aber umentschieden, ich werde jetzt doch links rum gehen, den mit den Gummistiefeln ohne Gummistiefel. Also morgens kommt man so unglaublich nah ran an die Schafe, das ist jetzt nicht gezoomt. Jetzt werden sie aber langsam aktiv. Watt läuft. Hier sind schon ganz schön viele Wassermassen. Also wir hatten jetzt eine Gruppe vor uns, die einen Führer hatte, sonst wären wir hier auch nicht durch. Also Empfehlung ist eher entweder oben rum oder gucken, dass mal eine Gruppe, die einen Führer hat, hinterherläuft.
eine Karte. Ich zeige jetzt mal die Strecke, die wir gegangen sind. Und zwar hier unten haben wir angefangen, sind hier über den Damm. Hier noch kurz durch das Grüne und dann hier komplett durchs Watt und hier bei Pahl wieder hoch. Und jetzt gucken wir, dass wir hier am Damm wieder zurück können. Aber wie eben schon mal gesagt, also ich empfehle das durch das Watt nur, wenn man sich wirklich auskennt oder einen Führer hat. Wir sind jetzt, wie gesagt, der Gruppe mit dem Führer einfach den Fußspuren hinterhergelaufen. Es war am einfachsten, weil da sind schon noch riesige Wassermassen, wo es auch Strömungen gibt. Und ja, also sollte man nicht machen, wenn man sich nicht auskennt. Also ich bin jetzt gleich wieder an der Mosella. Es war wirklich eine sehr schöne Tour. Es ist ein sehr schönes Naturschutzgebiet hier. Liegt übrigens kurz hinter Antwerpen. Ist aber Holland. Und ja, wenn ich jetzt am Auto bin, sind es ein bisschen mehr wie 9 Kilometer und ein bisschen mehr wie 2 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Und über den Deich kann man wunderbar zurücklaufen. Ich bin jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Ich habe hier in Burg Harmstede, ich hoffe, ich spreche richtig aus, für 2 Nächte einen Campingplatz gefunden. War echt nackt, weil im August halt viele ausgebucht sind schon. Und ja, aber hier laufen Hühner frei rum. Hier kann man regionales Obst und Gemüse kaufen. Von daher passt das alles. Hat jetzt gekostet 30 Euro pro Nacht. Und ja. Stellplatz verlinke ich wie immer in der Videobeschreibung. So, hier stehen wir jetzt direkt. Und direkt hier vorne das Häuschen. Na, jetzt sind wir nicht richtig dran. So. Da sind die Toiletten und die Duschen. Und da kann man auch abwaschen. Ja, und Frischwasser tanken und die Chemietoilette entleeren. So, noch eine Anmerkung, weil ich gerade gesagt habe, Chemietoilette. Wir haben ja keine Chemietoilette, also man kann natürlich jede Toilette dort entsorgen. Ob jetzt Chemie, Bio und wir haben ja die Sogtoilette, von daher haben wir ja weder Bio noch Chemie. Kann alles dort entsorgt werden. So, also wie man unschwer erkennen kann, war ich gerade unter der Dusche und die 30 Euro pro Nacht sind nur mit kaltem Wasser. Und warmes Wasser kostet dann 1 Euro für 5 Minuten warmes Wasser beim Duschen. Und ich glaube, beim Spülen, beim Abspülen für Geschirr ist es nicht anders. Also da muss man auch für warmes Wasser bezahlen. Hier habe ich jetzt die Wäscheleine angebracht. Also es gibt einmal so Saugnäpfe für die festzumachen. Und dann gibt es hier so Haken für die festzumachen und die ist richtig gut, weil da braucht man keine Klammern. Das kann man hier einfach so reinstecken. Die ist so getrillert und dann hält das. Also jetzt kommt nur noch der Abschluss des Videos. Und zwar, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und einen Kommentar. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum nächsten Video, soweit es online ist. Und hier kommt ihr zum letzten Video.